Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Moin, moin. Und willkommen mal wieder zu einer weiteren Runde Grand Theft Auto 5 auf der PS3. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie ich hier richtig fliege. Genau. Am besten fliegen wir hier raus auf die Straße. Das Ding müsste sich jetzt, glaube ich, gleich öffnen, hoffentlich. Was haben wir ein Problem? Können wir auch nochmal hier die Ego-Perspektive anzeigen? Jo, $240.000 hat das Ding gekostet. Ordentlich Schotter, aber mit dem kannst du richtig angeben. Ups, was ist denn das? Limit? Oh, oh, Leute. Ich habe eine böse Vorahnung. Seht ihr das? Oh, ich muss es einfach tun. Leute. Komm. Wow. Oh, oh. Polizei. Ah, Polizei. Weg hier. Okay. Ego-Perspektive. Let's go. Wir fliegen, 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 wir fliegen. Wir heben ab. Heben ab? Jawohl. Bye bye, American Hills forever. Oh shit. Das war knapp, Leute. So, Perspektive wieder rein. Jo, da unten fliegen noch ein paar Bullen, aber die müssen uns gar nicht so interessieren. Die machen sowieso nichts. So, jetzt machen wir noch eine kleine Action-Stunt. Achtung, da unten. Jetzt kommt YouTube Gamescom. Aha. Schaffe ich das noch? Okay. No risk, no fun. Okay, Spaß vorbei, Leute. Wir wollen heute mal eine Notwasserung machen oder eine Notlandung mit einem Flugzeug. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, hey, machen wir mal einen Cubane an, steigen auf eine gute Höhe und schalten dann das Triebwerk aus. Weil bei GTA 5 kannst du das Triebwerk ausschalten. Und ja, ich will euch einfach mal zeigen, wie ich reagiere, wenn das Flugzeug nicht mehr fliegt. So, und jetzt schnappt ihr euer iPad, euer Handy, euren PC, geht auf YouTube, Kommentare und gebt jetzt das Kommentar ein oder schreibt einfach ja, nein für ja, ich überlebe es und nein, ich überlebe diesen Absturz gleich nicht, den ich jetzt gleich simuliere. Also, noch ein bisschen Höhe gewinnen und dann schalte ich das Triebwerk aus. 10 Sekunden bis zum Triebwerksausfall. 10, 9, 8, 7, zählt alle mit, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Triebwerk, geh aus. Ah, das hapert noch ein bisschen. Jetzt. Wir haben einen totalen Triebwerksausfall, meine Damen und Herren. Mayday, Mayday! Hier ist der Flo! Und zwar habe ich folgendes Problem. Mein Flugzeug, der Cubane 800. Ich würde mal sagen, die Dinger bewegen sich nicht mehr, diese komischen Schrauben. Und ich glaube, ich stürze gleich ab. Hallo, hier ist der Tower. Bleiben Sie ganz ruhig, halten Sie die stabile Seitenlage. Und ja, ich gebe das Wort an Klaus Kleber. Willkommen bei Punkt 12, wenn ihr Spaß. Also, es wird also auf jeden Fall gefährlich, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich hier landen soll. Auf jeden Fall habe ich ordentlich Speed drauf. Oh. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Oh Gott. Oh Gott, jetzt bin ich noch tiefer gelandet. Oh Gott, das gibt auf jeden Fall einen Crash. Versuchen wir eine Notwasserung. 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 Bam. Oh Gott. Oh Gott. Auftauchen. Auftauchen. Oh, ich hab's überlebt. Oh. Leute, ich hab's doch überlebt. Wer hätte das gedacht? Auf jeden Fall sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Hau rein und ciao.